Wenn von aussen der kalte Wind geht, der Zirkus Salto Natale bald steht. Hereinspaziert zu einer Sendung mit zwei Protagonisten, die aber gar noch nicht eingetroffen sind. Da müsste ich jetzt weiter dichten, was peinlich wäre. Ah, da kommen jetzt. Hei. Gut, Umzug haben wir gesagt. Also, mal. Du schüsst. Gregory und Rolf Knie. Es ist mir ja klar, ihr seid mitten in diesem Probestress. Am 11. geht es los, 11. November. Aber das Programm heisst ja Nostalgie. Also, da könnt ihr es locker nehmen. Einfach das Alte wieder spielen. Also, wie muss man das verstehen, Gregory? Nein, also so ist es natürlich nicht. Weil, ein bisschen aus der Atemdienst. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Wirklich, wir sind direkt von der Bühne. Wir haben uns noch umgezogen, wie du siehst. Fliegend. Genau. Nein, also Nostalgie heisst das Programm. Aber wir versuchen eigentlich, die alten Charaktere wieder aufzuleben lassen, also das, die alten Fantasien, die man kennt vom früheren Zirkus. So, gut, ich habe das weniger noch erlebt, das ist eigentlich mehr so seine und die vorgehende Generation, würde ich mal meinen, wo man eigentlich versucht, wieder aufzuleben lassen, aha, aber auch verpackt in einer neuen Inszenierung. Also wir haben zum Beispiel auch Projektionen hindurch, aber mit dem Licht ist wieder alles ganz auf moderner Technik, aber trotzdem so ein bisschen nostalgisch wieder aufleben lassen. Rolf, mit dir müsst ihr jetzt über Affen reden. Oder? Mit ihm über den Zirkus und mit dir über Affen. Ja, gut. Ja, ich habe gelesen, dass man mit dir muss über Affen reden muss. Und wenn man mit dir über Affen redet, dann sagst du sehr positive Sachen. Wenn man mit dir über Menschen redet, dann gäbe es also quasi nicht so Lustiges. Das habe ich in der Weltwoche gelesen. Ich kenne dich natürlich anders. Wir haben uns gegenseitig schon bei dir in Spanien in den Swimmingpool geschmissen. Also können wir da offen miteinander reden. Nein, ich sage immer, wir könnten von den Menschenaffen immer noch viel lernen, weil der Fortschritt, den wir heute haben, da hat uns viel genommen. Ja. Viel Menschliches. Und der Familienzusammenhalt, wo es bei den Affen, bei den Menschenaffen, eine gewisse Hierarchie, Rollenverteilung. Und mein Wunsch ist immer noch nach wie vor mal ein halbes Jahr in einer Gorillafamilie in Afrika zu leben. Und ich glaube, da würden wir sehr viel Erkenntnis wieder haben. Es müsste natürlich im Frühling sein, damit, also Anfang Februar, damit das Programm dann vom nächsten Jahr kann gestaltet werden ohne ja. Gorillas. Ich glaube nicht, dass die könnten euch Input liefern, oder? Ich glaube, da hätten wir eine gute Komiknummer dann wieder einzubauen. Weil auch von den Affen, das sind zum Teil die grössten Komiker, die es überhaupt gibt. Mhm. Das bringt mich jetzt gerade auf eine nächste Frage. Machst du mit im neuen Programm? Nein. Der Gregory hat mich überreden, dass ich den Anfang mache, weil wir haben ja so einen Geschichtenerzähler am Anfang, der sagt, ja, die 70er Jahre. Und dann sieht man hinten dran so 60er, 70er Jahre, wo mein Bruder Freddy, der Franco, der Louis und ich geschafft haben. Und dann machen wir eine kleine Inszenierung. Dann erzählt er von den 50er Jahren, wo man meinen Vater sieht, meinen Onkel Rolf. Wie selbst wie Königin Elisabeth in den Zirkus kommt. Mm. Und dann geht er aber zurück, der Geschichtenerzähler, und sagt, aber ich, früher, 1919, wo wir in der Schweiz angefangen haben, ich bin ein Siebensiech gewesen, er zieht den Mantel aus, das Licht geht langsam weg und hinten erscheint ein Bub mit dem gleichen Kostüm wie er. Und so fangen wir eigentlich mit 1919 Zirkus an und gehen dann durch die ganze. Und ich glaube, da werden sehr viele Leute, die kommen, sich zurückerinnern. Wir zeigen auch, wie ein Zirkus früher aufgebaut wurde. Das ist dann filmisch gegeben als Dekor hinten. Da werden viele Leute also sehr ein warmes Herz bekommen, wenn sie sich an die Zeit erinnert. Wir kommen auf das noch zurück. Also grundsätzlich kann man ja sagen, der Zirkus lebt natürlich immer ein bisschen von Nostalgie, auch wenn das modern umgesetzt wird. Mhm. Also, oder wie siehst du das, als einer von der siebten Generation Knie? Ja, das ist schon so, weil auch die Kostüme, klar, werden zum Teil ein bisschen bunter, zum Teil ein bisschen anders angepasst. Die Choreografie ist zum Teil auch ein bisschen anders. Aber der Ursprung, aber das Nostalgie, ist auch bei dem modernen Zirkus noch vorhanden. Und die Frage ist einfach, wie man das dort umsetzen und wie man das neu dort präsentieren. Genau, wir wollen ja nicht alles verraten, sondern die Leute sollen dann in den Zirkus gehen. Aber wir haben uns trotzdem überlegt, wir wollen etwas von euch mitbekommen. Darum war eine Crew von uns heute bei euch gewesen. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wer ist eigentlich der Chef am Zirkus von euch beiden. Wenn wir mal miteinander das Ganze anschauen. Miteinander. Jetzt müssen wir vorwärts machen. Da. Knie antreten.
Gleiche. Immer das Gleiche. Alles geht auf den Boden. Wir müssen mal ein Zelt aufstellen. Da steht nicht einmal ein Zelt. Wo ist das Zelt? Ja, Chef, wo muss es hin? Ich weiß auch nicht. Irgendwo ist das Zelt. Ah, da ist es ja. Da, da, hören. Interessieren da. Ja, Achtung. Aus dem Weg, aus dem Weg. Wir müssen da durch. Also, Martin Müller, Vize-Weltmeister, achtfacher deutscher Meister. Erzähl mal, wie das funktioniert. Ja, eigentlich ist es ein ganz normales Modellflugzeug, das also wie ein Kunstflugzeug über alle Funktionen steuerbar ist, in jede Richtung. Nur halt extrem leicht und speziell für solche geschlossene Räume gebaut. Dadurch, dass diese Modelle so super, super leicht sind, können wir halt wirklich auch gefahrlos so nah und so eng beim Publikum fliegen. Und er fliegt mit seiner Frau zusammen und ich werde jeden Tag zuschauen mit glänzigen Kinderaugen das anschauen. Die Leute werden schmelzen, wenn die Liebesbeziehung zwischen einem Flugzeug und einer Tänzerin da auf der Bühne stattfindet. Ich glaube, da können sich die Leute freuen drauf. Also, da die Heizkosten das Jahr so hoch sind, weil der Ölpreis ist hoch, haben wir gedacht, wir werden das Jahr unser Zelt so heizen. Also, willst du mal ausprobieren? Ja, also komm. So, hier noch einen Zopf machen. So, ist gut. Also, wie ihr seht, wir sind hier noch in der Probe, aber gleich werden wir richtig parat sein und dann hoffentlich verpasst ihr die Show nicht. Ja, vielversprechend. Aber Rolf, wo ist es dann die Erotik? Der Heier Lämmler, der PR für euch macht, hat überall geschrieben, jetzt geht es richtig erotisch zu näher im Salto Natale. Darf man das nicht zeigen? Da müsst ihr schauen. Ich glaube, das ist ja auch eine falsche Meinung. Der Zirkus hat früher noch den Publikumserfolg gehabt, weil er so sexy war. Wir haben ein paar Bilder von früher. Ich bitte mal die Regie, die uns einzuspielen. Ich hoffe, es kommen jetzt gerade die entsprechenden da rein zu flattern. Also, das ist nicht ziemlich sexy da, aber das ist einfach ein Zirkus von früher. Ist das der Knie? Nein, das ist der Amerika-Fahrer. Können wir weitermachen? Aha. Ich meine, wo hast du in den 20er, 30er Jahren Mädchen gesehen mit Bikini? Ich mag mich erinnern, mein Vater hat erzählt, im Wallis hat der Pfarrer von der Kanzler oben abgepredigt, jetzt kommt dann der Schweizer Nationalzirkus ins Wallis, geht nicht schauen, dort seht ihr halbnackte Mädchen. Ja, dann war der Zirkus voll gewesen. Und das hat die letzten Jahre der Zirkus ein bisschen vergessen, dass er auch sexy sein muss. Er darf nicht pornografisch auftreten, aber er muss anmächelig und schön auftreten. Und das haben wir das Jahr... werden wir schaffen. Also ich freue mich drauf. Also er hat gesagt, es muss sexier sein. Also muss. Es war schon immer sexy gewesen, aber jetzt versuchen wir wieder noch mal einen Schritt weiter zu gehen, um noch sexier zu sein, sagen wir es mal so. Wir haben noch mal ein Foto aus alten Zeiten. Jawohl, das ist jetzt... Meine Grossväter und mein Grossvater. Aha. Die sind es weniger sexy. Und rechts aussen, das ist eine Frau, oder? Ja, das ist das andere Knie. Wenn dann die Nacht begegnet hat, ist, dann hat er Schiss bekommen. Was zeigt ihr denn vom alten Zirkus Knie? Also, ihr habt von Projektionen geredet. Ja gut, das sind so Bilder von den alten Zeiten, wo man eben wieder tun. Zum Beispiel in den 50er Jahren gibt es sensationelle Bilder, wo man eben auf diesen Projektionen... Eigentlich ist der alte Storyteller, der das Buch aufmacht und was er in diesem Buch sieht, tun wir auf die Projektionen projizieren, damit man einfach die Story dann auch bildlich dann noch mitbekommt, mit der Geschichte.